Ruft Mosik immer noch bei Ex-Frau Loredana an oder nicht? Erst neulich hat Loredana in einem Interview klar und deutlich gesagt, dass ihr Ex-Mann Mosik und sie keinen Kontakt mehr haben. Sie sind weiterhin befreundet, aber das auch nur wegen Hannah. Außerdem betont sie in ihrem Interview, dass sich daran nie etwas ändern wird, denn er bleibt immer der Vater der Tochter. Das heißt auch, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, sie zu sehen. Doch anders als angenommen ruft er doch an, denn ein Screenshot beweist das Ganze. Anscheinend soll er hin und wieder FaceTimen, um seine Tochter zu sehen. Könnte sich daraus also doch etwas entwickeln zwischen den beiden? Vielleicht erleben wir ja doch ein Comeback. Was sagt ihr? Du machst seit Neuem noch alles allein, also auch ohne die Partner, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Schaffst du es? Ja, es ist ob mit ihm oder alleine, ist eigentlich fast das Gleiche, weil wir haben jetzt nicht wirklich alles zusammen gemacht. Wir sind einfach nur zusammen unterwegs gewesen. Aber die restlichen Leute sind ja trotzdem noch da, die wirklich die Arbeit gemacht haben. Und mit meinem Partner bin ich ja gewesen, weil wir zusammen gewesen sind. Mhm. Also er hat jetzt nicht wirklich im Business gross irgendetwas mitgemacht, sondern er ist einfach immer mit dabei gewesen. Aber er ist immerhin Vater von deiner Tochter. Also. Ja, das wird auch immer so bleiben und es wird sich auch nicht daran ändern, dass er mein Mann ist oder war, ist auch egal. Also es wird immer so ein Teil von meinem Leben haben. Um dich selber zu zitieren, ruft er noch an? Nein. Wir sind uns ganz schön einig und behandeln uns eigentlich meistens sehr respektvoll. Und wir haben einen Kontakt, weil wir haben eine Tochter zusammen. Und wir sind auch in dieser ganzen Beziehung, wo wir zusammen gewesen sind, sind wir immer freundschaftlich eigentlich meistens perfekt zusammen rausgekommen und dadurch sind wir immer noch Kollegen, sagen wir mal so. Mhm. Also wir verstehen uns gut, wir sind in dem Schlechten Gott sei Dank nicht auseinander. Mhm. Denkt ihr, dass die beiden wieder zusammenkommen? Und wünscht ihr es euch? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch.